Wunderschön, wunderschön. Ach so, moin, Monster Norway. Gar nicht gesehen, dass die Wand Neues dazugekommen ist. Komm! Sieh schon, komm, ich krieg gleich wieder eine Mitleidsmaske. Oh, Gottes. Ne, warte mal, Moment. Oh, das ist ja nice. Der hat uns direkt hier runtergebracht. Das ist ja schön. Das gefällt mir. Ich hoffe, dass wir dann jetzt auch alle Kisten am Ende haben. Das wäre sonst ein bisschen doof. Wie sieht's denn aus? Also es sieht schon mal nicht schlecht, sagen wir mal so, ne? Gab's hier eine versteckte Scheißkiste? Ach, fick hin. Mein Tee ist leer, also meine Tasse. Ich muss nachfüllen. Ich muss das erstmal hier schaffen jetzt. Ach komm. Ich mag das Eis hier nicht. Das ist blöd. Das klingt doch gut. Eins, die Polizei. Ja, das sieht, wie gesagt, jetzt sieht das noch ganz gut aus. Und dann am Ende fehlt eine Kiste. Ich kenne das. Schade. Yay! Guck mal. Yay!
was was gilt. Ich hab nicht drauf geachtet, was ich getan habe. So, wo ist mein Tee? Die Kristalle sind nicht die einzige Möglichkeit, Planetenenergie zu nutzen. Ja, die Edelsteine können es auch. Und mit ihnen kann ich den Cortex-Vortex zerstören. Für immer! Soll ich dich in meine fertige Laseranlage warpen? Zeig den richtigen Hasen. Ist das... Weiß ich nicht. Ich hab nicht... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das die Synchro von SpongeBob war. Ich würde eigentlich ganz gerne erst die Relikte machen und dann am Ende nochmal dann nach oben fahren. Ich weiß nicht, ob wir nochmal Cortex machen müssen, aber ich glaube, wir kriegen direkt das neue Ende. Ja. Sagt die Uhr. Komm, fang mal hier unten an. Turtle Woods. Machen wir mal auf Zeit. Einfach mal gucken, wie es so aussieht. Das war schon mal. Ich muss. Moment, ich muss den Controller anders halten. Ach komm. Man muss etwas CDR online flexen. War funny, Jule. Dankeschön. Ich wünsche dir viel Spaß bei Crash Team Racing. Ja, das war nicht so gut. Ohne drehen. Ist ja Wahnsinn. Die Kamera ist so merkwürdig dabei. Gold, yay. Sehr schön. Nummer 1. Okay. Nummer 1 hätten wir. Mama, versuchen wir uns doch am nächsten. Ja, das weiß ich genau, deswegen, aber tu ich ja nicht. Die Kamera soll nicht davon ausgehen, dass ich irgendwas mache, sondern sie soll einfach da sein und ihren Job machen.
Das war knapp. Schade. Und wie gesagt, solange ich Gold krieg, ist alles Paletti. Mehr als Gold will ich gar nicht. Ja gut, ich habe ein paar Sekunden auf jeden Fall übersehen. Und war auch relativ, also ich bin angehalten und sowas. Kann man sich das... Ja komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Was ist das überhaupt für ein Vieh, was du da immer postest? Das passt immer so gut. Wenn ich die 3 Sekunden kriegen würde, dann wäre die Sache schon gegessen. Nein! Nur es geht die A5 Speedrunners Dark Viper AU. Okay, das kenne ich überhaupt nicht, aber ich kenne mich da in der Szene sowieso nicht so aus. Wie lange braucht man denn für so ein GTA 5? So, any person. Ich habe zwar noch kein GTA 5 gespielt. Okay, ich habe gedacht, für 100% braucht man deutlich mehr. Aber 6 Stunden ist auch schon heftig. Alles. Nur kein Abgrund, wollte ich gerade sagen. Reicht das? Ja! Aber es war knapp. Ja, klar. Speedrun, aber trotzdem. Ich finde, also, wenn man... Ich könnte es nicht so lange Speedruns. Also so 1 Stunde ist maximal. Und dann
wenn ich irgendwie so 5 Stunden oder 4 Stunden machen müsste und dann am Ende irgendwas verkacke, ich würde mich umbringen.